Ja, herzlich willkommen zu den ersten Schwimmbad TV News. Ja, hier auf den Schwimmbad TV News werden quasi die Neuigkeiten des Kanals präsentiert. Das wird auch recht regelmäßig kommen. Geplant ist jetzt erstmal jeden Monat ein Update, ein neues News Video. Rückblickend zu den ersten Rubriken des Kanals, vielleicht Bademeister Holmes auf der Spur. Hier geht's darum, um die wirklich wichtigen Fragen in unserem täglichen Alltag. Im ersten Video waren wir ja im Plansch in Schongau und haben uns die Frage gestellt, ob so ein modernes Unterwasserüberwachungskamerasystem wirklich eine Fachkraft ersetzen kann oder ein Aufsichtspersonal in diesem Sinne. Die Antwort ist klar nein, aber es ist eine super Unterstützung. Wir waren aber nicht nur dort, um Angel Eye zu drehen. Nein, wir waren ganze 2 Tage dort, also mit wir meine ich und mein Team, mein Schauspielerteam. Und wir haben 2 Tage gedreht. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, es geht um das Thema Wasserrettung. Hier auf den News kriegt ihr natürlich ein bisschen Footage, also dass ihr mal seht, was wir gedreht haben. Ein paar lustige Szenen aus dem Filmdreh im Plansch. Von daher viel Spaß erstmal damit. Ja, also was machen wir jetzt? Nächsten Shoot? Wasser trinken. Erstmal trinken. Ich schwitze schon wie die Sau, hey, gibt's gar nicht. Ja, mir ist kalt. Mir ist kalt? Wo ist das? Ich kann nicht kalt sein, Mann. Das ist Bademeister. Alter Perlentaucher, hab ich auch. Okay. Es ist nicht in die Kamera gucken, nicht in die Kamera gucken. Der kann wirklich so lange nicht. Ja, sehen, wie oft bist du heute schon gestorben? Ja, sehen, unser sterbender Schwan. Ja, liebe Freunde von Schwimmbad TV. Ich
herzlichen Dank nochmal an das Plansch, an die Betriebsführung, an Alex, dass ihr uns das möglich gemacht habt. Und ich denke, wenn dieses Projekt beendet ist, dann haben wir alle davon was. Und das ist doch das Geile daran. Guckt einfach mal rein. Hier oben haben wir das Video nochmal verlinkt. Wenn es dazu noch interessante Anregungen gibt, was dieses System betrifft, es sind ja manche von euch da draußen, die schon längere Zeit Erfahrungen haben mit dem System, gerne an SchwimmbadTV schreiben und ich werde wieder versuchen zu vernetzen, also sprich vielleicht auch mit dem Plansch sprechen. Ich bin auch mit Angel Eye in Kontakt, dass wir da vielleicht gewisse Probleme irgendwie lösen können für diejenigen, die das System haben, aber auch für diejenigen, die sagen, Mensch, das System, das wollen wir nachrüsten. Ja, wir haben beispielsweise ein Edelstahlbecken. Wie funktioniert das? Wie läuft das? Ja, und eins schon mal vorneweg, jetzt beim Thema Edelstahlbecken. Ja, es ist nachrüstbar, ohne Probleme. Eine weitere Rubrik wurde gestartet. Ja, Schwimmbad TV Interview. Beim Interview geht es natürlich darum, hier die Leute an Bord zu holen, um über gewisse Themen zu sprechen. Ja, das erste Thema war der Fachkräftemangel, eigentlich eines der markantesten Probleme jetzt aktuell in der Schwimmbadbranche und in der wirtschaftlichen Lage, muss man mit einbeziehen. Es ist ein Mehrteiler, also sprich der erste Teil war jetzt wirklich in einem privatwirtschaftlich denkenden, orientierten Schwimmbad. Olli, herzlichen Dank dafür, auch an deine Marketingabteilung. Wirklich tolle Sache, dass das alles so gut geklappt hat. In den nächsten Teilen, lasst euch da einfach mal überraschen, aber es werden noch weitere Aspekte kommen, auch für diejenigen, die Angst haben, dass das Thema zu ungenügend behandelt wurde. Ja, in einer neuen Rubrik, der Name ist noch geheim. Aber hier werden wir in die Technik, in die Badetechnik eintauchen. Es wird hier um viele interessante Dinge gehen, die euch vielleicht bei der Arbeit helfen werden, unterstützen werden, die es für euch einfacher machen, gewisse komplexe Dinge zu verstehen, aber auch Tipps und Tricks in manchen Bereichen. Wann das Ganze anläuft, kann ich euch noch nicht versprechen, aber es wird anlaufen, ziemlich bald. Ist noch von verschiedenen Faktoren abhängig, aber lasst euch da einfach mal überraschen. Wenn ihr nicht immer auf den Kanal schauen wollt, wann ist was Neues oder sonstiges, dann gibt es die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze abonniert habt, hier oder irgendwo poppt jetzt, sollte was aufpoppen, da könnt ihr den Kanal abonnieren und zusätzlich diese Weckfunktion, diese Alarmfunktion hier betätigen. Wenn ihr die anklickt, dann kriegt ihr automatisch, sobald ein neues Video auf dem Kanal hochgeladen ist, eine Benachrichtigung, huhu, neues Video. Von daher macht Sinn für denjenigen, der vielleicht nicht so oft im Internet unterwegs ist. Zu guter Letzt natürlich eine wichtige Sache, Stand heute, 24.03., 119 Abos. Ich freue mich wirklich riesig darüber. 119 Abos, das ist der Wahnsinn. Und das Ganze bei 3 Videos, 3 Projekte. Wenn es so weitergeht, ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, aber ich freue mich insgeheim für jedes Like, für dieses ganze Feedback von allen Seiten, über die Kommentare. Ich freue mich über alles, was hier momentan passiert. Das ist gigantisch. Und mein Ziel war es immer, Mensch, schimpfen ist für mich keine Alternative. Ich möchte was tun. Schwimmbad TV ist meine Antwort darauf. Ja, jetzt beginnt das Auswintern. Viele haben schon angefangen, viele werden jetzt bald anfangen. Es geht endlich wieder in die Sommersaison. Ich werde versuchen, mit meiner Kamera natürlich bei ein paar Projekten dabei zu sein. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ja, ihr seht es gerade nicht, aber hier hängt meine To-Do-Liste.
Auswintern ist dabei. Also mal gucken, was draus wird, welches Projekt draus wird. Ja, liebe Grüße hier aus dem Studio von Schwimmbad TV raus an alle Schwimmbäder, an alle Fachkräfte da draußen. Wir sehen uns bestimmt bald. Bye.